Bücher und Filme. Kino. Ich will noch kurz die Nachtgeschäfte hören und dann pachten, dass die Pisser nichts mehr bauen können, ey. Weil die mir auf den Sack gehen. Kino und dann noch eine Bar oder noch so ein Theater oder keine Ahnung. Eine Bar, genau, und noch ein Theater. Ich bin wieder so dick im Minus, aber ich glaube, diesmal kann ich es mir sogar fast leisten. Und Block pachten, danke. Urge. Oder so. So, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn, dann, also dann stirbt es auf jeden Fall. So. Filme gehen weg wie Semmeln. Auch wenn sie kalt sind. Also die Filme, was? So, Preis ein bisschen drücken. Genau, 14 Euro läuft. Und die Bar, 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 Bar. Ja, ne? Weil ich's kann, Kinder. Und diesmal, weil ich hab den Block direkt gebracht. Das heißt, ich mach's noch relativ dick gewinnen. Mit meinen Wohnungen hier. Das sollte also in Ordnung. Ich hab sogar Tagesgewinn gemacht, oh. Nachdem ich so viel Blätter hinblättern durfte, naja. Buchhandlung, alles klar. Kino lief ganz gut. Machen wir nochmal 10,50 und... Ach, das Kino ist zu groß. First World Problems, mein Kino ist zu groß. So, Hoffnung. Immer ein größter Geschäftswert. So, Kosten gestern. Ja, habe ich die reingehauen. Verkäufe will ich auch, euch auch alle ficken. So. Let's watch how all the others suck total ab. Komm. 90 Minuten, 75, 60, 45, 30, 15 und ja, ne? That was immer noch easy. Ja, es macht doch Spaß, euch so durchzunehmen. Milchprodukte und Brot, alles klar. Ich glaube, Milchprodukte müssten relativ gut gehen. Also auch auf so einen kleinen. Yes! Helikopter draußen. Yay! Und eine... Ich habe hier noch keine Bäckerei, ne? Nö. Das hätte ich gewusst. Ja, ich hätte ja besser gebaut, aber diese Pissgesichter lutschen mir die Eier, ey. Arztpraxis, wie viel? Nö. Forget about it, Alter. So, Block pachten. Ihr könnt mich nämlich mal... Warum baut die da eine Wohnung? Ist sie behindert? Ich hoffe, meine Mieter sind hier voll. Voll zufrieden, danke. 106, 149, genau. Bei 4 und 4 und 1, genau. 1337. Lovel. Ich glaube, es wird echt nicht so schwer, euch durchzunehmen. Scheiße, ey. Die haben ja gar nichts auf Kette. Jetzt mal ohne Schmunz. Jetzt mal ohne Schwuh, ey. Ja. Boutique, ich glaube, ich habe da ein bisschen Overkill betrieben. Ich war zu langsam. Nee. Ich sollte bedenken, ich muss hier heute noch ins Plus kommen. Ach, scheiße. Scheiße, bin ich dämlich, ey. Will ich sie ficken? Ich will den Block haben. Nee. Meins. Ich darf die Karte wieder neu spielen gleich. Nein! Ich glaube, ich darf die Karte gleich wieder neu spielen. Es läuft gut! Um auf die Frage zurückzukommen, es läuft bombastisch, ey. Scheiße. Im Notfall Boutique verkaufen. 1300. Ja, es wäre ordentlich. Also die Boutique würde dick was hermachen. Meine Dinger locker. Gehen locker, so. Die Spannung. Reicht die Boutique aus zum Verkaufen? Kino, Bar, Theater. Theoretisch gesehen, also nur mal angenommen, ich komme nicht aus dem Minus raus, aber ich lande irgendwo bei minus 500 oder so. Und Spaß, habe ich gewonnen. Weil dann habe ich meinen Tagesgewinn. Ja, ne, weil ich geil bin. Dann habe ich meinen Tagesgewinn nämlich eingestrichen.
Die Bar ist leer gekauft, alles klar. Das Kino ist leer gekauft, alles klar. Und... Ah, das Theater ist so ein Sorgenkind von mir. 10,50. Komm, wir zahlen bitte mehr. Nein. Schnell. Scheiße, ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. 34, 35, 36. Scheiße, Alter. Wow! Das hätte übel ins Auge gehen können. Aber Toccaloni verbockt's ja sowieso nie. Nee. Okay, wir atmen jetzt erstmal alle ganz entspannt durch. Und pflastern den Rest einfach mit Parks zu. Einfach, dass ihr Pisser nichts bauen könnt. Nicht Park verkaufen. Ich will einfach die davon abhalten, hier irgendwas reinzubauen in mein Gebiet. Ich meine, klar, Park bringt nichts effektiv, jetzt monetär gesehen. Soll aber auch gar nicht. Einfach nur, dass ihr nichts mehr bauen könnt. So, dich kann ich kaufen und abreißen. Danke. Danke. Tschüss. Kann ich da irgendwas Sinnvolles hinbauen wenigstens? Aufführungen. Dienstzeitung, Gesundheit, Fleisch. Fleisch und oder eigentlich, ich glaube, ein Fleischer ist gar nicht so schlecht. Ein kleiner Fleischer ist doch gar nicht mal so verkehrt. Metzgerei, oh yeah, so. Haben wir das auch effektiv genutzt? Und die Hoffnung stirbt jetzt zuletzt. So, und... Ich habe 2600 heute, ja? 2600 Gewinn gemacht. Lasst euch das auf eurer fucking Zunge zergehen, ihr Wichser. Oh. Ich habe gewonnen. Ich mache heute locker noch 3000 Gewinn. Na, obwohl, naja, so locker nicht. Ich habe ja meine paar Geschäfte verhökert. Pass auf. Wir machen das jetzt mal so. Bin zwar jetzt dick im Minus, aber ich setze alle meine Hoffnung in meine letzte Bitch-Move-Taktik. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, fällt mir auf. Ach, komm schon. 8 Euro, willst du mich verarschen? Was sind das für Mietpreise? 23,50, Mädel. Ich raste auch komplett, ey. Es sei denn, warte. Nö, die bleiben alle drin. Kein Problem. So. Das heißt, ich habe genug Geschäfte. Es sollte jetzt rund gehen eigentlich. Ficken. Also verlieren werde ich dadurch nicht. Ich mache genug Gewinn, um es wieder reinzuholen. Die Frage ist nur, hole ich es heute? Also gewinne ich heute schon oder erst morgen? Gut, die Boutique läuft gar nicht. Die Stadt kann sich damit ja abmühen. Ist mir egal. Ist mir einfach nur fucking egal. Ist mir einfach nur fucking egal. Es war gar nicht mal so schlau, aber egal. Nachtclub, danke. So. €7. Bitte, bitte. Please, Alter, please. So. 800 € und ich habe gewonnen. Es war ja unglaublich einfach. Und 400 € mal wieder. Aber gut, wenn die Ereigniskarten auch so mitspielen, dann ist es, glaube ich, alles kein Problem mehr. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Oh, alter Schwede. Ich bin gerade schon ein bisschen geflasht, ey. Ich glaube zu Recht. Wow. Problem ist, es lief immer damals richtig. Richtig scheiße und heute läuft so. Ja, locker. Machen wir, kein Problem, Schatzi. Okay, Häuser sind die Gewiese. Größter Geschäftswert bis 1960. Ich glaube, das hätte ich auch geholt sogar. Ich kann das Szenario eigentlich nochmal spielen. Schubkarre ist wieder mein Gegner, alles klar. Heißt, wir nehmen ihn. Irgendwie dieses Blau, das ist mir so sympathisch, ja? Eine Farbe ist mir sympathisch. Ja, ihr wisst, glaube ich, was... Nein, oh, jetzt habt ihr meine Plätze zugebaut. Leckt mich. Okay, wir müssen umsiedeln, alles klar.
Ich würde es ja fast mal probieren, auf die Dicken zu gehen, aber dazu traue ich mich noch nicht. Dazu traue ich mich doch noch nicht ganz. Naja, so. Hoppla. Nein, bitte nicht. 2 Meter, genau. Lohnt sich richtig dick. So, hier. Ist natürlich wieder erstmal ausprobieren. Sind überhaupt so viele Leute da, dass sie hier alle einziehen? Aber selbstverständlich ist es ja nicht. Wir merken auch schon, Badstraße ist ein bisschen teurer als der ganze Schissel hier. Genau, ihr habt euch hier eingenistet. Das war aber klar. Das war aber sehr klar. Einer von 72, alles klar. 0. 0. Okay, ich glaube, wir haben wieder mal keinen Mietbedarf. Scheiße, alles klar. Ja gut, sowas muss man halt ausprobieren. So, Partie beenden, bitte. Und Feuer. Dann machen wir es wie ihr, Pisser. Und wir versuchen es einfach mal hinten. Ich weiß, ich werde jetzt dick Schulden machen. Ich bin mir dessen noch bewusst. Aber ich hoffe einfach mal, dass hier auch Leute einziehen werden gleich. Einer. Es läuft schon wieder bombastisch, ey. 1. Die kriegen keine Miete rein, vergiss es. Dann habe ich aber eine andere Taktik. Und zwar werde ich... Wo sind ein paar Leute? Hier. 63, genau, zack. Pachten, los. Bauen kann ich hier nichts mehr. Höchstens hier noch so ein Eckteil, aber das habe ich mir gerade verbaut. Verbaut, witzig. Goethestraße 54, 2, 15. Ah, okay, gut. Ihr seid eingezogen. Jetzt muss ich hier noch irgendwas hinbauen. Filme, Kleidung, Bücher. Obwohl. Brot, Drinks, Obst und Gemüse. Machen wir mal das hier lieber. Ach, die Stadt hat wieder so Scheiße gebaut, ey. Brot. Rings. Ja, es ärgert mich gerade, dass ich meine Taktik nicht anwenden kann. Es ärgert mich gerade richtig. Ein Gemüsegeschäft kann ich auch nicht in klein bauen. Leck mich. Leck mich bitte am Arsch. Leck mich. Dreckspiss, ey. Ganz ehrlich. Was soll ich jetzt machen? Milchmarkt, ey. Ja, klar. Kommt der Milchmann heute, Kinder? Schau mal auf die Effizienz. So, Bäckerei haben die auch. Heißt, ich muss auf Billigpreise gehen. Bäckerei, wo ist sie? Ah, Steuerung. 2,50. Los, hau raus. So, ihr wollt es alle hoffentlich nicht. Scheiße! Boah, ich dachte schon, ich muss jetzt hier wieder in die arme Million gehen, um mein Schmiergeld arbeiten, dass ich das hier krieg. Ich vernuschel meine Sätze auch ziemlich, mir ist das klar, aber... Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Bäckerei läuft, Bar nicht, Kiosk nicht, Milchmarkt nicht. Milchmarkt, gut, 3 Euro. Das wird sich natürlich erst morgen auswirken, klar. Erst morgen auswirken, aber gut. Na wohl, oh, es geht doch noch ziemlich rund heute. Wow. Die Frage ist, was wirft die Bar ab? Ereigniskarte. Zahlen Sie 2 Millionen für jedes Gebäude. Ja, oder so, 500. Mein Glück ist mir gerade flöten gegangen. Whoop-dee-doo. Whoop-dee-fucking-doo. Ich weiß nur nicht, warum mein Vermögensding hier so läppisch läuft. So lecker finde ich das ehrlich gesagt nicht. So, größter Geschäftswert bis 1960 oder so ein Spaß, ne? Lass mal gucken.
Ja, genau. Genau, das sollte doch ein Problem werden. Ach, Mann. Ja. Ja, heul, heul. Hier kann ich auch nichts machen. Ja, klar, 250 Euro. Ja, genau, da kriegt er das Cash auf Tasche. Da ist eigentlich Versicherung fast wieder drin, ey. Einrichtung 30. Ich will mich eigentlich gar nicht wieder von denen bescheißen lassen. Wenn die wieder sagen, ja, wir wollen das und das und das und am Ende so angeschmiert mit Klopapier. Ne, ihr versteht, glaube ich, was ich sagen will. So, läuft gar nicht. Heißt 11 Euro. Das heißt, wir machen pro Karte 10 Euro Reingewinn. Ihr wolltet Aufführung, also geht in Aufführung, Alter. Ich habe ein bisschen zu spät angefangen, das zu bauen. Okay. Sehe ich ein. So. Was nun? Was nun? Was nun? Warum haben die so viel gewinnen? Haben die mehr Geld als ich oder was? Ja, das erklärt so einiges. Angenommen, ich hätte 6000 mehr. Gut, wäre ich Erster. Heißt, gebäudemäßig bin ich gerade nicht zu schlagen. Filme, Kleidung, Fisch. Gebäudemäßig nicht zu schlagen, aber sonst, naja. So, schnell in der Nacht noch was bauen. Was war das? Filme, Kleidung, Fisch, alles klar. So groß muss ich hier gar nicht bauen. Ich mach's trotzdem mal.